herzlich willkommen hier aus dem freilich Gasthausmuseum der Familie Schmierl in Buchberg am Schneeberg. Lockdown-Ende, na wunderbar, jetzt dürfen wir endlich wieder aufsperren. Nicht? Man hat eh lang nur dort. Der Westen hat ja schon aufsperren dürfen, Wochen vorher. Nicht? Und wir im Osten, obwohl ja eigentlich die Inzidenzen bei uns im Osten viel niedriger sind als im Westen, hat nur eine Woche warten müssen. Nicht? Ach, irgendwie komisch, nicht? Man kann mir keiner sagen, warum das so ist, nicht? Ich meine, vergleichbar war das jetzt, wie wenn in Österreich, wenn es keine Bergrettung gab, nicht? Und da kommt die Landeshauptmannkonferenz zusammen und sagt, ah, wir haben so viel Bergunfälle, wir haben keine Bergrettung. Sollte man nicht vielleicht eine Bergrettung ins Leben rufen, nicht? Und du sagst, ja, das ist eine super Idee. Machen wir es einmal im Burgenland und in Wien, schauen wir, wie das funktioniert. Und wenn das gut funktioniert, dann machen wir es im Rest von Österreich auch, nicht? Genauso war das auch, nicht? Und, gut. Lockdown, hin oder her, aufsperren oder nicht, es wird ja schon zur Gewohnheit. Nicht? Also schon langsam das Zusperren, Aufsperren und ich glaube, es war ja nicht das letzte Mal. Nicht? Ich glaube, dass er wieder im Jänner, Februar zusperren. Nicht? Aber sagt ja keiner von den Politikern. Nicht? Von den Regierungsmitgliedern nimmt ja das Wort erneuter Lockdown gar niemand mehr in den Mund. Nicht? Traut sich ja gar nicht. Meine, vorher tut der Teufel mit dem Weihwasser googeln, dass das irgendein Regierungsmitglied sagt, es kommt nochmal ein neuer Lockdown. Nicht? Wobei, ich habe ja Informationen aus dem Innenministerium, dass alles schon in die Laden liegt, nicht, für den neuen Lockdown. Soll aber nicht Lockdown heißen, nicht? Das heißt dann ab nächstes Jahr die neue 3G-Regel. Nicht? Also hat jetzt nichts mit der alten 3G, genesen, geimpft, getestet zu tun oder mit der 2G-Regel, was wir jetzt haben. Nein. Die neue 3G-Regel, ja, die gibt es dann ab nächstes Jahr statt an Lockdown. Nicht? Und das heißt, du kommst nur mehr ins Wirtshaus an geraden Tagen. Ja? Und nur, wenn das Monat mit G beginnt, nicht? Und nur wenn du Günther hast, dann kannst du ins Wirtshaus. Nicht? Ist im Prinzip, klingt schön, die neue 3G-Regel, viel schöner als Lockdown, ist im Prinzip aber das Gleiche. Nicht? Naja, es wird nicht anders gehen, weil mit dem Impfen, es steht ja auch im Moment alles. Nicht? Ich selber bin jetzt das dritte Mal geimpft, nicht? Habe mich boostern lassen. Nicht? Und jetzt kommt das Omikron. Nicht? Jetzt kann ich mich wahrscheinlich nochmal boostern lassen. Und was kommt dann? Dann kommt das Opikron, kann ich mich nochmal boostern lassen. Ich meine, mein gelber Impfpass schaut mittlerweile so aus, wie mein Treuepass beim Italiener. Nicht? Also was für jede Pizza einen Stempel kriegst. Nicht? Und bei 10 Stempeln kriegst du dann eine Gratis-Pizza. Nicht? Ich meine, Pfizer kommt sich auch sowas jetzt einmal schon langsam einfallen lassen. Nicht? Dass für 10 Boosterstiche oder was, kriegst du eine Schachtel wie Agra oder so. Nicht? Ich meine, ich bin auch fast 50, hätte mich auch drüber gefreut. Nicht? Ja, du erreichst dich leider nicht mehr. Nicht? Ich meine, die Idee, dass man jetzt alle Ungeimpften ausschreibt und einer gleich einen Impftermin da anbietet, finde ich es einmal nicht schlecht. Ne? Hm? Ich hätte einer noch dazu ein Geschenk gegeben. Weißt? Ich hätte gesagt, pass auf, bitte lasst euch impfen. Wenn euch nicht impfen lasst, auch kein Problem. Darf. Ihr dürft das Geschenk behalten. Nicht? Und das Geschenk hätte einer CD gegeben. Nicht? Mit Last Christmas oder was. Nicht? Das gleich gewissen, was gelungen hat. Nicht? Und auch das rechte Lager. Weißt? Du erreichst es ja nicht mit Druck. Nicht? Ihr müsst impfen. Nicht? Und wenn ihr nicht impfst, dann müsst ihr 300 Euro zahlen. Und im Monat drauf wieder 300 Euro. Und so lange, bis ihr kein Geld mehr habt, dann müsst ihr in Häfen gehen. Und du erreichst es nicht so, das rechte Eck. Nein, das musst du anders machen. Das muss man irgendwie freundlicher machen. Weißt? Einfach sagen, geh bitte, lasst euch impfen. Wenn ihr euch nicht impfen lassen wollt, auch kein Problem. Dann macht halt eine gute Tat stattdessen. Nicht? Ja, und die gute Tat war halt dann fürs rechte Lager syrische Familie aufnehmen, nicht? Oder so, nicht? Naja, innerhalb von einer Woche waren die alle geimpft, nicht? Aber gut, wer weiß, wie es wirklich ist und wie sich das Ganze noch entwickelt. Auf jeden Fall, wir freuen uns jetzt, dass wir aufsperren dürfen. Ich hoffe, ihr freut euch auch, dass ihr wieder zu uns kommen könnt und zu euch am Wirt ums Eck. Einen ganz herzlichen Dank nochmal für die netten Kommentare, die ihr zu uns geschrieben habt immer und wie ihr uns unterstützt habt. Wir haben uns sehr gefreut über den Heute-Artikel, Heute.at und über den Nön-Artikel. Wunderbar, ich warte jetzt eigentlich nur mehr aufs Fernsehen, aber das kommt wahrscheinlich im nächsten Lockdown. Na, danke für alles und schaut auf euch, bleibt gesund und hoffentlich bis bald. Baba, pfiat euch.